jetzt was essen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir spielen Anno. Hallo. Der Daniel ist auch da. Der auch schon wieder. Ja. So, das können wir über Bord schmeißen, das können wir drauf lassen. Ach ja, Exkursion. Ich kann mal hier Schnaps mitnehmen. Ich habe genug Schnaps hier. Kann ich mal auf Expedition fahren. Rettungseinsatz. Ei, nee. Rettungseinsatz. Ja, bringt mir der Schnaps nicht viel. Ich nehme mal ein bisschen Essen mit. Das ist nicht schlimm, wenn ich es wegschmeiße. Zeit, den Sextanten zu entstauben. Was? So, das Brot nehmen wir gleich mal um. Brot. So, Expedition beginnt, so Attacke und tschüss. So, ich brauche mehr Kanonen. Leute, wir haben ja, sind ja im Krieg seit der letzten Folge. Da hat uns hier dieser Wichtigtour den Krieg erklärt. Haben wir natürlich mal gleich eine zweite Kanonenfabrik hingezimmert. Der wird uns noch kennenlernen. So. Ich würde mal gerne wissen, wie groß ist denn der Vogel überhaupt? Wo ist denn seine blöde Insel? Ist das hier der Typ? Nee. Ich freue mich so sehr über deinen Besuch. Nee, nicht mit dem Krieg. Ich freue mich so sehr über deinen Besuch. Alles klar. So, nächster, wer ist er hier? Ach, das ist nur der Schnaps-Typ. Das ist die Prinzessin. Wo ist denn der komische Vogel? Was denn für ein Vogel? Gibt keinen Vogel. Ja, mit dem ich in Krieg bin. Diplomatie, hier. Ach, das ist der Pirat. Ach, das ist der Pirat aus einer neuen Welt. Oh, ich dachte schon, irgendjemand hat mir ja Krieg. Ich bin ja wieder ein Experte. Na, nix kannst du. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Brot kann schon, was kann ich? Ne, ich hab zu viel ausgeladen. Ich hab wieder alles im Bach runter mit dir. Ich weiß auch nicht. So, das kann jetzt. Bisher habe ich hier ausgeladen. Eingezeichnet. Fährst hier weiter. Jetzt brauche ich hier. Damn, meine Bierproduktion. Die Brauereien. 1, 2, 3 Brauereien. Ah, die vierte passt an ihr. Ich will sie dahin haben. Geil, brauche ich sie dahin. Achso, ich brauche ja auch noch Leben. Hm. Ich überlege gerade, mache ich einen Industriestaat oder mache ich nur Bauernopfer? Bauernopfer. Ich baue noch mehr Schnaps. Hopfen. Frage mich, wann ich den 1000er Fan freigeschaltet kriege. Ja, ich muss ja hier mit irgendwas fahren, wenn ich Bauer werde. Alter, das ist mal auf Effizienz ausgelegt, Leute. Das ist Effizienz hier. So, jetzt brauche ich aber erstmal noch den. Jetzt muss ich erstmal den Malz da rankriegen, ansonsten wird das hier alles nichts. Meister? Brauchst du nicht. So, ich habe hier 4 davon. Ah, das reicht nicht. Ich brauche erstmal 4 Melze rein. 2, 3, 4. Eigentlich brauche ich 6. Deswegen brauche ich jetzt noch 2 weitere Bauernhöfe. Aber das Geilste ist echt an dem Spiel jetzt, dass du wirklich die Felder einzeln setzen kannst. Das ist richtig geil. Ja, weil da kannst du wirklich effizient wirklich den Platz mal richtig ausnutzen. So,
perfekt. So, was brauchen wir? Arbeiter. Oh, jetzt brauchen wir Arbeiter. Wie können sie nicht upgraden, weil sie alle unglücklich sind? Das ist doch cool. Siehste, das hast du auch. Bis ans Ende der Welt. Ja, weil die keine Klamotten haben. Jetzt habe ich hier die Melzereien, aber keine Leute, die da drin arbeiten. Ja. Mann. Merkst du was? Ja. Scheiß. Spielstand gespeichert. Nee, eigentlich bräuchte er nicht. Alles bereit. Irgendwas so fehlende Waren, ja, kein Problem. Bauen wir noch mal ein paar Bauernhäuser hier. Noch mehr Häuser. Sehr pretty. Kann ein paar Bäume pflanzen. Sehr schön. Achso, ich wollte ja, noch. Hast du schon wieder was hingekriegt? Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ach, mehr Stahl brauche ich. Eieiei. So. Ein neuer Auftrag. Ab in die Heimat, hol Stahl. So, zack. Eisen. Genau. Kann ich eine Eisenproduktion auf die Insel auch bauen? Sehr schön. Und ich habe keine Materialien. Pausieren wir das erstmal. Kostet es kein Geld, ne? Haltet das Förderband ja, an! So. Wir sind völlig unterbesetzt. Wir sind völlig und. Oh, 350 Arbeiter zu wenig. Eieieiei. Es mangelt an Arbeitskraft. Aber es wird. Man kann die Produktivität anpassen. Okay.
erwarten neue Horizonte. So, wir brauchen wieder Stahl, bitte. Nehmen wir gleich ein bisschen Holz und Lehm mit Ziegel. Sind unterwegs. Es mangelt an Arbeitskraft. Oh, warum mangelt es denn schon wieder an Arbeitskraft? Was ist denn hier los, ey? Faules Gesindel. Alles in Ordnung. Die eine völlig in Ordnung, voll frustrierte Stimme so. Ich weiß, dass die Arbeitskräfte fehlen, Leute. Ich weiß noch aus alten An- und Teilen, dass ich teilweise eine ganze Insel nur mit der Bierproduktion vollgeklatscht habe. Weil alle so viel gesoffen haben und dann nur auf der Hauptinsel, ne? Und jetzt muss ja für alle Inseln denn, wenn die alle aufsteigen, die Bierproduktion ansetzen. Achtung, der Boss. Oh, ich sollte mal meine Bierproduktion hier pausieren, was alles noch nicht läuft. Das ist richtig teuer gerade. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Brauche ich noch ein Schiff hier. So, zack. Kann ich das da auf eine rote setzen? Meine Frau und die Kleinen haben sich schon ewig nicht mehr beschwert. Ja, Klamotten hier runter. Ein neuer Auftrag? Boah, mein vollbeladenes Schiff ist so langsam und hat noch voll Gegenwind, ey. Komplett voll und dennoch Gegenwind. Na, Happy Birthday. Oh. Das habe ich auch verdattelt hier. Ein funkelndes Juwel der Ah, Entschuldigung. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hab doch frei ab Freitag. Ja. Es mangelt an Arbeitskraft. Es mangelt an Arbeitskraft. Oh, ernsthaft.
Ihr Hafen wird angegriffen. Ihr Hafen wird... Was? Ich werde angegriffen? Was macht der blöde Pirat da? Schon wieder. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Wie übel. Du hast ja voll die fette Kanone. Du hast ja voll die fette Kanone eh schon beim Hafen dabei, ne? Dann hat mir so ein blödes Piratenschiff da angegriffen. Ja. Das wurde mal eben versenkt. Und ich musste nicht mal was machen. Was wollen die machen, wenn ich da richtig Kanonentürme hinsetze extra? So, warten wir nochmal, dass wir gleich Stahl kriegen. Dann können wir unsere Melzerei hier hinpflanzen. Wir können jetzt nochmal... So, jetzt haben wir genug Arbeiter. Sehr schön. Jetzt läuft die Melzerei. Wenn ich das Schiff hier habe, lade ich alles aus und setze es hier gleich einen Kurs, dass ich von hier das Malz zur Bierinsel bringe. Da auslade, das Bier einlade und hochfahre und da auslade. Sehr gut. Guter Plan. Das hast du dir mehr als verdient. Oh, die schenkt mir 6000 Münzen. Dankeschön. Wofür das denn? Nur weil ich finanziell so schlecht dastehe? Wahrscheinlich. Ey, das ist wahrscheinlich die Hilfe, so. Ach so. Du armer Bettler hier, hast mal eine Münze, hast mal eine Mark. Auf Ihren Befehl. Die laufen alle sehr schön. So, so viel dazu. Dann Routen erstellen, Route einrichten. Handelsroute von da nach da nach da. So, laden tun wir Malz. Das ist ja cool gemacht, das ist ja einfach. Sehr schön. Nein. Sehr schön. Schiff vom Stapel gelaufen. Mal drüber schauen. Ei. Oh, pünktlich. Nachrichten, alles schlecht, ja, veröffentlichen. Wir sind ehrlich. Nutzloser Journalismus. Haben Sie schon Ihre eigene Zeitung gelesen? Sie sind das Gespött des Tages.
Der ist mir voll unsympathisch, der Typ. Wenn man sein Scheitern öffentlich macht, wird man unverwundbar. Der hat sich über mich lustig gemacht, der Typ. Oh. Ja. Warum ist meine Bilanz so schlecht? Minus 8000 Unterhalt. Oh, wo führt das denn? Muss die Steuern erhöhen. Ein goldener Käfig, oder zumindest aus Messing. Kann ich meine Steuern eigentlich irgendwo anheben? Weiß ich nicht, was funktioniert bei dir. Weiß ich auch nicht. Wie soll ich denn auf den grünen Zweig kommen hier bei meinen Ausgaben? Ach, ich weiß wie. Ich fange mal an, Waren zu verkaufen. Ich habe gar nicht so eine Überproduktion. Auf Ihren Befehl. Ja. Um das genaue Fortgeschehen, wie ich das denn hier weiter angehe, muss ich mir in der nächsten Folge Gedanken machen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.